Hallo und willkommen bei Spielinus mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr heute reinschaut zu unserer Top 3 im Juli. Wir wollen wieder mit euch über die Spiele quatschen, welche uns diesen Monat am meisten geflasht haben. Das müssen gar nicht die bestbewertesten Spiele auf Boardgamegeek sein. Vielleicht haben sie einmal gespielt, vielleicht haben sie drei, viermal gespielt. Auf jeden Fall haben diese Spiele bei uns Eindruck hinterlassen und die wollen wir euch vorstellen. Wie immer weiß ich nicht, was Melli und ihr im Handtuch hat und ich weiß nicht, was andersrum. Melli weiß nicht, was, und Angelo weiß auch nicht, was in seinem Handtuch ist. Nein, aber ich weiß wie immer nicht, was Angelo in seinem Handtuch hat. Ich weiß, was ich drunter habe, aber Angelo weiß es nicht. Und wir fangen immer natürlich von der 3 zu 1 an und der Anfang macht einfach Angelo. Genau. Und, ich guck mal dezent weg. Ich bin gespannt, wie viele Übereinstimmungen wir diesmal haben. Ich glaube keine. Ich weiß es nicht. Also ich habe ja zuerst meine Spiele ausgesucht. Auf jeden Fall ist mein erstes Spiel Ökosystem mit einem lustigen Gummi drumherum, weil wir haben hinten nämlich noch die deutschen Spielübersichten mit reingetan. Und Ökosystem hat es für mich geschafft, weil das so ein totales Wohlfühlspiel für mich diesen Monat war. Obwohl das fast nie reißt. Nee, aber da kommt jetzt hier nicht. Weil wir haben nämlich hier einen super Draft-Mechanismus. Was heißt super? Es ist ein Draft-Mechanismus. Wir bauen Karte für Karte unser Ökosystem in einem 4x5-Raster auf. Und wir wollen dabei eben Bedingungen erfüllen, dass halt der Bär neben einer Blume sitzt, weil er kann natürlich den Honig schlecken oder die Wiese möchte natürlich auch neben der Blume sein und der Fluss, der sollte angrenzend eine Forelle sein. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr halt dieses Spiel für euch beeinflussen könnt. Und wir haben das ja mit Mellis Mutti gespielt und mit der Heike. Es war einfach cool und es ist ein Sechser für 6 Leute ausgelegt und da geht es auch richtig zackig runter und du hast aber trotzdem immer spannende Entscheidungen, warum willst du jetzt wie welche Karte legen und durch die verschiedenen Möglichkeiten an Punkte zu machen, immer cool. Ja, aber bei Angelo ist die Möglichkeit nicht so groß, muss ich tatsächlich sagen, weil er hat eine Strategie. Ich weiß nicht warum, weshalb. Er liebt einfach die Wiesen und die Blümchen. Die bringen halt richtig viel Punkte. Jetzt ist es raus, also wenn ihr mit Angelo spielt, nehmt ihm die Karten weg oder gebt sie ihm, weil meistens reicht es einfach nicht für ihn. Ich kann immer switchen, ich kann mich da anpassen. Mein Ökosystem wird super. Ja, haben wir bis jetzt noch nicht gemerkt. Und ich, ja, auch mein Ökosystem ist immer toll. Mir macht es richtig Laune, aber wenn ihr jetzt mein Top 3 seht, denkt ihr euch so, hä, warum, weshalb? Was ist denn mit der diesen Monat los vor allem? Also wenn deine Top 3 schon so anfängt, dann bin ich auf 2 und 1 gespannt. Okay, hau raus. Ja, Ökosystem, ich habe das, Gegenstück kann man nicht dazu sagen. Ich habe einfach auch was Natürliches mit im Hotel, in meinem Handtuch. Da bin ich selber verwirrt, was sie da unter ihrem in Hotel Handtuch. Hat. Und zwar der Superstrahl. Der ein oder andere kennt ihn schon oder... Um genau zu sein, Subestral, nicht das Superstrahl, aber im Schwäbischen ist es einfach so. Und was müssen wir hier machen? Wir müssen hier auch eine Naturgegend aufbauen. Wir müssen gucken, dass wir zu Zuge oder zu Punkte kommen. Und ich finde, es war wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei mir um die 3, nämlich Ökosystem, nämlich Superstrahl. Für mich ist es einfach das Superstrahl geworden. Ich weiß nicht warum, weshalb. Da kann man ein bisschen mehr taktieren oder keine Ahnung. Also... Was müsst ihr hier machen? Ihr habt hier schon mal wunderschöne Landschaften auf jeden Fall. Und ihr seht schon, man hat hier eine Auslage und ihr habt 3 Handkarten. Und da müsst ihr eine reinlegen. Und wenn es dann eben absteigend davon ist, dürft ihr diese Karten auf die Hand nehmen. Mit denen könnt ihr dann nachher weiterarbeiten. Und wenn es aufsteigend ist, dann dürft ihr einfach hier eine Karte oder einen Stapel von Karten rausnehmen und diese in eure Auslage bringen. Und so bildet ihr halt eine Umgebung, eine Natur. Und ihr versucht natürlich hier auch wieder abwechslungsreich und doch zugleich auch gleich zu sein. Hat man es jetzt verstanden? Fast. Nein. Auf jeden Fall finde ich es witzig, dass du es auf deinem Platz 3 hast, weil das hast du nämlich erst gestern gegen mich verloren. Ja, mit einem haushohen neuen Rekord von mir. Also da muss es ja wirklich nicht dran liegen, ob ich jetzt dieses Spiel gewinne oder verliere. Um das geht es ja nicht. Aber mir hat es einfach so Spaß gemacht und immer wieder zu gucken, nehme ich jetzt vielleicht die Karte, um hier mehr Abwechslung reinzubringen oder vielleicht lieber eine Karte, wo dann auf der 6. Position 4 Karten sind und dann kriege ich hier richtig dick Punkte. Das sind halt so kleine Feinheiten und ich finde, es ist super toll illustriert. Ja, schönes Spiel. Beth Thobel hat das Ganze illustriert. Mein Platz 3, jetzt bin ich mal auf jetzt dein euch Platz 2. Jetzt halte ich euch auf den besten Platz 2 seit langem vor. Melli, guck mal weg. Ja, wahrscheinlich habe ich es nicht mitgespielt oder keine Ahnung. Doch, aber ich bin verwundert. Wenn du sagst, wir haben keine Übereinstimmung, dann fehlt dir ja hier etwas nicht. Was? Hier, großartiges Spiel. Das Shelfie Stacker Spiel von Champ Phillips. Ein Brettspiel
über Brettspiele, wie sie Probleme lösen, wie man Spiele ins Regal stellt. Und wer kennt das nicht, wenn ich mir so umschaue, stehen hier überall. Ja, das macht die Melli immer. Genau. Ja, Shelfie Stacker, ein Kickstarter ist frisch angekommen. Es geht, wie gesagt, darum, dass wir hier in unser Regal Brettspiele einsortieren. Das Ganze läuft über einen Auswahlmechanismus, der von 1 bis 8 in der Grundversion ist. Es gibt noch Karten, die bis 16 gehen. Und dieses Spielgefühl finde ich so großartig, weil wir halt vorne haben wir Würfel ausliegen. Wir nehmen die nach dem Beat-Mechanismus, wer die 1 hat, der darf in der Regel zuerst was picken und dann baue ich halt aufsteigend meine Würfel in mein Regal ein. Würfel, die ich nicht einbauen, kommen natürlich auf den Pile of Shame. Da will ich keine Würfel, so wie auch Spiele haben. Und wir hatten bis jetzt in jeder Runde so viel Freude mit diesem Spiel und diese Grafiken, die auf diesen Karten sind. Da sind so Geeks drauf. Und einfach so großartig, mit so viel Liebe designed. Shelfie Stacker, wie gesagt, einer der besten Platz 2s seit langem. Platz 2s? Zweiten Plätze. Platz 2. Also ich muss sagen, mir hat es auch richtig, richtig gut gefallen. Wobei ich aber auch sagen muss, bei der letzten Partie hat es mir jemand versaut, weil er einfach wirklich so dermaßen... Ups, ich habe ja auch gestern das gewonnen und du hast gesagt, das macht keinen Sinn. So dermaßen gewürfelt hat, wirklich in den ersten Runden richtig fette, hohe Würfel, die ich dann in mein Regal legen soll und dann kann ich nichts mehr einbauen. Und in den letzten Runden so 1er, 2er, 2er, mal die 3. Weil ich mir denke... Wir hatten den würfeln lassen. Ja, Leute. Ich möchte jetzt niemand angucken, ne? Ich selber würfeln. So, ich bin auf deinen kuriosen Platz Nummer 2 gespannt, wenn du schon deinen Platz 3 so provokant, wie hast du es aufgezählt hast. Wieso provokant? Du hast gesagt, wenn... Ja, egal. Ja, ihr gespannt. Werdet gleich sehen, denn mein Platz 2 ist schon länger im Regal, kam vom Pile of Shame endlich runter und es hat sich definitiv gelohnt. Oh ja! Ah, jetzt haben wir ein Gegenstück hier. Das ja! So quasi. Hm. Ja. Da sind wir mal auf Platz 1 gespannt. Habe ich schon wieder vergessen? Ne, vielleicht fällt es mir wieder ein. Auf jeden Fall, Habitats ist für mich die Nummer 2 diesen Monat. Wie gesagt, lag ja schon ein Stück im Regal und irgendwann hat es uns gerissen und dachten, Plättchen legen, Natur, das müssen wir jetzt probieren. Das war, weil wir so viel Carcassonne jetzt gespielt haben mit genau, Familie. Genau, durch das hat es sich ausgelöst. Zack, Habitats. Und ja, Habitats ist einfach ein richtig cooles Plättchen-Legespiel, wobei wir haben hier einen tollen, erfrischenden Mechanismus drin, wie wir an diese Plättchen kommen. Wir können nicht einfach so Plättchen nehmen. Wir müssen da unseren Abenteurer entsprechend bewegen und dann Plättchen auswählen. Und wir versuchen dann natürlich hier unser Habitat auszubauen. Wir starten mit einem Eingang von unserem Park und um diesen Eingang drumherum und um die anderen Blättchen müssen wir dann eben unser Habitat aufbauen und dann möchten halt verschiedene Tiere verschiedene Dinge. Wie ihr hier seht, das Streifenhörnchen möchte eben an Wüstenregionen angrenzen, aber ein bisschen Wasser möchte es auch und so versucht ihr natürlich das nach und nach aufzubauen, Blättchen geschickt zu nehmen, zu verpuzzeln, dass vielleicht ein anderes Blättchen erfüllt wird, wo vielleicht aber auch wieder das schon liegende Blättchen auf das Blättchen, das ihr genommen habt, irgendwie Auswirkungen hat und. Und ich finde, es ist ein richtig tolles, gelungenes Spiel. Hast du das öfter schon gegen mich gewonnen? Ich wollte nur wissen, ob deine Top 3 heute einfach in die Richtung geht, Spiele, die ich gegen Angelo nicht so oft gewinne. Guck mal kurz weg. Nee, hey, da muss jetzt drüber piepsen. Aber ja, nein, da piepst schon nichts drüber. Das hat ja aber witzigerweise habe ich auch das gefühlt oft gewonnen. Also ich habe alles, was hier liegt, oft gewonnen. Es geht in der Top 3 nicht darum, was man oft gewinnt. Aber Habitats ist wirklich schön. Und die nette Geschichte dazu, wie ich finde, ist ja scheinbar der Inspirationsträger für Nova Luna bei Herrn Rosenberg. Ja. So, alle, die mich kennen und auch unsere Instagram-Geschichte mal verfolgen oder eben andere Sachen, die wissen, was jetzt kommt. Auch wenn ich Melli getäuscht habe, indem ich nur den Deckel davon runtergenommen habe, jetzt weiß ich es natürlich auch schon, was ich habe. Nee, eben nicht. Eben nicht? Ich okay, haltet euch fest. Er hat heute echt beschissen. Ja, egal, Melli, ich dachte, du weißt es eh schon. Hier ist mein Platz Nummer 1. Natürlich, das war mir klar. Neue cool Mini-Not-Spiel von Eric M. Lang. Ich muss kurz sagen, ja. Er hat mich nämlich veräppelt, indem er den Deckel so rum hingelegt hat und hier seine Spiele reingepackt hat. Kein hoher Turm, ein flacher Turm. Ein flacher Turm, aber so, denke ich mir so. Wir wollen die Spannung doch bei allen aufrechterhalten, auch bei dir. Und wenn egal. Ankh. Das wusste ich aber, dass das deine Nummer 1 war. Ja, aber du warst dann trotzdem. Aber auch nur, weil du wieder so glorreich gewonnen hast. Oh. Ja, stimmt. Okay, worum geht's? Wir sind Götter in Ägypten und es ist im Grund ein Miniaturenspiel, wie immer bei Cool Mini Online.
Aber es hat richtig coole neue Mechaniken, denn zum einen gibt es ab einer gewissen Rundenanzahl den Mechanismus, dass zwei Götter miteinander verschmelzen, und zwar die beiden schlechtesten. Und die spielen ab dann gemeinsam, und da hatten wir auch dieses Wow-Erlebnis für mich, denn Fabi und ich haben relativ geführt. Wir hatten schon fast gewonnen, und der liebe Tobi und die liebe Eva, die waren nicht so gut. Die sind dann verschmolzen, dann haben die nur zwei Runden oder so gebraucht, und die haben uns gejagt wie die Bekloppten. Also dann waren die auf einmal hinter uns. Ich dachte, okay, die gewinnen das Ding noch, das haben wir jetzt richtig verkekst. Und dann kam halt dieser Moment, die letzte Runde, ich musste noch Punkte machen, weil es gibt noch so einen anderen Mechanismus, dass wenn ab einer gewissen Rundenzahl jemand nicht im blauen Bereich ist, fliegt der automatisch raus für die letzten zwei Runden. Und ich hab eigentlich gar keine Chance mehr gehabt, das wirklich zu reißen, weil es gibt so eine fiese Karte, die sagt, wer die meisten Follower hat, der kann alles gewinnen, selbst mit nur einer Einheit, und die hatten mehr als ich. Und also musste ich vorher alles auf eine Karte setzen und in so einem völlig uninteressanten Gebiet meine Follower-Karte spielen und sagen, so komm, runter mit den Hosen, ich möchte das Ding gewinnen. Und da sind sie mir auf den Leim gegangen, sie haben so viele Follower rausgehauen, dass ich im letzten Kampf meine Follower den Gleichstand hatte und sie mich nicht besiegen konnten. Ich habe mit einem Punkt gewonnen. Bäm, großartiges Spiel. Ich weiß, diese Mechanik mit dem Verschmelzen, die stößt im Internet momentan auch auf nicht so viel Gefallen. Bei uns hat es total gezündet. Ich bin sowas von weggeflasht von diesem Spiel. Das hat mich wirklich mitgenommen. Also ich saß da, ich hatte Puls, Leute. Es war ein mega spannendes Erlebnis. Ich hoffe, die anderen Runden können das beibehalten. Ihr hört schon, wir haben es nur einmal gespielt. Wow, Ank. Wow. Also Angelo war wirklich an diesem Abend noch voll aufgedreht, ja, und durch. Es war an einem Mittwoch, kann ich schon mal sagen. Ich war nämlich das Tanzbeinschwingen, kam total durch und nass geschwitzt nach Hause, kam rein und guckte auf den Tisch und denk mir, was machen die und warum sind die alle so still? Genau, und warum rennt Angelo immer raus und hat so Münzen in der Tasche? Ich habe so draußen geblufft, so. Ich muss so tun, als ob sich viel anhört in meiner Hand, aber es darf auch nur zwei sein. Und, komm raus, ja, also ich bin kurz dazu gestoßen und habe mir gedacht, das gebe ich mir nicht. Ich gehe mich lieber erfrischen und ab ins Bett, die werden das schon machen. Und Angelo kam rein, so, und alle, oh, pff, der hat doch hier nur so, und das war dumm Glück. Und ich dachte mir so, ja, das hört sich nach Spaß an, auf jeden Fall in der Runde. Ja. Ich war nicht dabei, aber... Morgen im Rückspiegel dann noch ein bisschen mehr. Andere, da werde ich noch ein paar andere Sachen anschneiden, sonst wird es hier zu lang. Ich bin auf Mannys Platz eingespannt, ob ich den gespannt... bin auf eingespannt. Ich muss noch mal kurz... Egal. Ah ja, jetzt ist mir wieder eingefallen, was meine Platz 1 war. Und zwar geht es einfach weiter in diesem schicken, tollen, schönen Thema, würde ich behaupten. Spiele, die ich gewinne? Ja? Ja, gerne, sag doch mal. Okay, wer hat dich abgezogen mit 32 zu 20 Punkten, wenn du es jetzt so genau nehmen möchtest? Nein, das habe ich echt noch nicht so oft gewonnen. Botanik. Ja. Botanik ist es geworden bei mir. Und zwar ein Zwei-Spieler-Spiel. Und das hat mich richtig weggeflasht. Von Anfang an, muss ich sagen. Es ist einfach wie genial. Es ist ein Blättchenlegespiel, aber wir kriegen die Blättchen nicht einfach, sondern wir müssen hier, sage ich mal, dieses Buch füttern. Wir müssen hier Blättchen reinlegen und hoffen einfach, dass diese Blättchen dann rausgepusht werden, vielleicht durch meinen Mitspieler, oder muss ich vielleicht selber beitragen, damit die rausgepusht werden, und dann nehme ich diese Blättchen und baue sie in meine Maschine ein, und dann machen wir ja hier lecker mechanische Lebensmittel und Blümchen, weil ist was eben passiert. Und ich finde, es ist echt so ein geniales Spiel, man muss puzzeln, man muss gucken, wie kriege ich jetzt vielleicht diese drei gleiche Farben voll, oder verzichte ich lieber drauf und nehme so ein Dreierblümchen, um Punkte zu machen. Und ich finde es echt richtig genial. Es liegt nicht daran, dass ich eigentlich 75% davon gewonnen habe bis jetzt. Aber stimmt, es ist wirklich ein tolles Spiel, vor allem ich mag dieses Schweigen am Tisch, weil wir sitzen dann wirklich da und ich habe so immer, so nach dem zweiten Mal, wo wir es gespielt haben, dachte ich, das ist irgendwie wie bei Schach. Du sitzt wirklich da und dann... Dann macht Melli ihren Zug. Ja, und lege ich ab. Wo kann ich auslösen? Wo lege ich hin? Dann gebe ich den Startspielmarker rüber. Melli ist dran. Und teilweise sitzt Melli schon fast so da. Und ist, du willst mich doch einschüchtern. Und es ist echt ein großartiges Spiel. Wir haben natürlich auch ein nettes Video gemacht. Könnt ihr gerne mal reingucken. Botanik? Wirklich. Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt vor lauter anderen guten Spielen. Weil dieser Monat war wirklich gefüllt mit Top-Titeln. Es ist mir gar nicht so leicht gefallen, was rauszusuchen. Aber ihr seht, bei mir hat sich wirklich so eine rote Linie durchgezogen. Es war sehr naturmäßig angehaucht bei mir hier. Stimmt. Mit Superstrahl, Habitas und Botanik. Drei Spiele völlig mit der Natur verbunden. Und hier ist so ein schönen Mix aus
fluffig, geekig und episch. So, aber es ist ja nicht immer nur alles Spaß, was bei uns auf den Tisch kommt. Wir haben auch diesen Monat wieder ein Spiel, welches uns enttäuscht hat, leider. Und das ist nämlich Früher oder Später. Ja, warum hat es uns so enttäuscht? Fangen wir an, warum es mich so enttäuscht hat. Weil ich solche Spiele prinzipiell mag. Es sind so Schätzspiele, Ratespiele. Es gibt so Anno Domini, wo ihr quasi immer so eine Zeitlinie aufbaut. Und irgendwann sagt einer, nee, ich glaube, dass da ein Fehler drin ist. Und so ähnlich habe ich mir das Ganze hier auch vorgestellt. Und sowas macht ja auch immer Spaß in Runden mit wenig Spielern, aber auch mal so. Und das macht ja im Grunde alles falsch, was ein Spiel falsch machen kann, leider. Weil die Fragen überhaupt nicht aufeinander aufbauen. Es gibt immer einen Spielleiter, der spielt gar nicht aktiv mit. Und die anderen spielen eben so lange, bis keiner mehr sich traut weiterzumachen, sonst würde man alle Punkte verlieren. Und diese Zeitlinien, die können so banal sein. Da hinten ist ein tolles Beispiel drauf, was gab es zuerst, Jägermeister oder Nivea-Creme. Ich dachte, wow, cool. Und dann gibt es hier einfach die deutsch-österreichische Filmkomödie im Weißen Rössel am Wolfgangsee kommt ins Kino. Das ist die erste Frage. Und dann haben wir einfach hier, Michael Gorbatschow wird der erste Präsident der Sowjetunion. So, und was war jetzt wie zuerst oder was war später? Wobei, die sind, glaube ich, ganz schön knackig aneinander dran. Ja, eins war 1960 und eins war 1990. Aber in der Regel ist es wirklich gefühlt so wie, das iPhone ist erschienen und der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Also ihr wisst, die Fragen, wir wussten die immer. In 100% wussten wir, was da los ist. Es kam kein Spielspaß auf. Der Spielleiter saß halt da und hat zugehört, wie die Leute 10 Fragen beantworten. Das war nix. Also für mich war es wirklich auch völliger Käse, wobei ich als Spielleiter, ich habe das noch ein bisschen geschickter gemacht. Ich habe nur von einer Karte abgelesen, macht es aber auch nicht besser. Und teils, es ist wirklich so dermaßen Zeitspannen dazwischen, wo ich mir denke, okay, also wenn man das nicht weiß, sogar wenn man 50-50% schätzt, man kommt drauf. Und es hat echt absolut keine Laune gemacht. Das Gute an dem Spiel, wir haben uns ein bisschen weitergebildet, aber das war es auch schon. Ja, so manche Sachen, das machen wir, ja, okay. Aber im Grunde, ja, wirklich, die Fragen sind einfach zu einfach. Man hätte das auf eine Karte und dann wirklich immer 4 Ereignisse abgestimmt, nah aneinander oder irgendwie in ein Genre gepackt. So ist es einfach zu simpel. Hinten ist das also Nivea-Ding, das hier war echt... Mach dich bereit für mitreißende Fragen und krasse Spielwenden, da hier mehr als 600 Ereignisse für einen unberechenbaren Mix aus Spannung und Nostalgie sorgen. Kann ich so nicht unterschreiben. Nee, leider hat es echt keinen Spaß gemacht. Also wenn ihr so Schätzspiele sucht, dann entweder Anno Domini oder was auch gerade so in aller Munde wieder ist, ist das Illusion oder Illusion. Da muss man aber die Farben einschätzen. Ja, das finde ich noch interessanter, weil da vertut man sich so, weil es gibt da verschiedene Formen und die Farben sind prozentual eben drin. Und schon allein dieses, nur weil es eine andere Form ist, macht es dein Auge kaputt. Nicht dein Gehirn, dein Auge. Auge und Hirn zusammen. Und dann denkt man sich, ah ja, da ist ja viel mehr Rot drin und nachher ist es blau, weil das halt viele kleine blaue Striche vielleicht sind und nur ein roter dicker Punkt. Und so macht man sich da einfach, wo man sich denkt, naja, komm, deswegen heißt es ja auch Illusion. So. Ja, das war unsere Top 3. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserer Spaßauswahl. Schreibt uns gerne rein, was bei euch super cool ankam oder was bei euch enttäuscht hat. Vielleicht habt ihr auch dieses Ankerlebnis, welches nicht so gut ankam, oder ihr hattet hier bei Superstrahl solche Erlebnisse wie Medien, verliert immer gegen euren Partner. Keine Ahnung, ich vermelde mich jetzt heute, sage ich vielen Dank fürs Reinschauen, es hat mich gefreut. Wenn ihr genau wissen wollt, wie viel Prozent ich gegen Angelo gewinne, gerne eine Nachricht an mich. Ich tracke ja alles und ich kann da eine ganz tolle Auswertung einfach mal raushauen. Ökosystem war super. Und dann gucken wir mal. Okay, aber wenn ich... Es geht doch nicht drum, wer gewinnt. Ach, jetzt auch wieder nicht? Ja, was willst du denn jetzt? Tschüss sagen. Okay. Also, hat uns gefreut. Schaut nächstes Mal wieder rein. Morgen kommt der Rückspiegel. Könnt ihr auch gerne reinschauen. Kommt nochmal ein bisschen zu einer Zusammenfassung. Das war's jetzt aber hier. Tschüssi. Ciao, ciao.